Moin, liebe Zockerfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Life is Strange 2, jetzt schon in Episode 2. So, wir wollten Feuer machen. Dann tun wir das auch mal. Schön warmes Feuer, jawohl. Oh, shit. Where did I put my lighter? HQ, I'm flying over the sky. No danger in sight. Copy? Ja. Wo ist das Feuerzeug? We scored with these clothes. Plus 5 street cred. Taking pictures of alien species. Then report to base. Wo könnte es sein? Ja, wahrscheinlich im Rucksack. Wenn ich jetzt wüsste, wo er den hat. Na, wir gehen erstmal alles ab. Komm, füll mal Wasser auf für den Hund. Hey, Shroom. You thirsty? Good girl. Ja, ich überprüfe mal eben meine Ziele. Feuer im Ofen machen. Papas Feuerzeug finden. Guck mal hier. Neues Messer. Die Klinge muss geschärft werden, aber es ist trotzdem ein nützliches Werkzeug. Poor guy. I guess kids have to grow up anyway, right? Papa Hill. P.O. Box 367. Cascadia, Oregon. Hi Papa, sag Hallo zu deinem kleinen Mädchen in Miami. Ja, hier scheint die Sonne und es brennt. Ich liebe es. Tom kennt jeden und ich warte die ganze Zeit darauf, Scarface zu sehen. Wir bleiben in der Wahnsinnswohnung seines Freundes mit Sicht auf dem Strand und Balkon. Ich komme mir so verwöhnt vor, doch ich weiß, dass John in einem Schloss in den Alpen ist. Also habe ich kein schlechtes Gewissen. Außerdem gefällt es mir hier sehr. Echt toll, das neue Jahrtausend auf diese Weise zu beginnen. Ich vermisse die Urlaube in unseren geheimen Hütte, aber nicht die Waschbären in meinem Zimmer. Hoffentlich kannst du uns bald besuchen. Liebe euch alle, Maggie. Okay, das scheint ja echt ein bisschen her zu sein, wenn sie irgendwie was mit Beginn des Jahrtausends erzählt, ne? Daniel must have been pissed that day. Don't blame him. Okay. Papa und Maggie und Sohn. Agathe Falls, Sommer 93. Ja, es ist wirklich schon alles ein bisschen her hier. I wish I helped Dad more with the house chores back then. Wish I had more than tobacco, to be honest. There was a little bit left when we came. Pretty disgusting, but help staying warm. I hate it when I hear Daniel crying at night. I can't do shit. Kann ich aber verstehen, ey. Das würde ich auch hassen. Feels almost good to be cut off from everything. Na, auf jeden Fall werden sie euch erstmal hier nicht finden. Yep. No more indoor training sessions. Hello, Motel Room Soap. Okay, Medizin haben sie auch. No way I can give any of these to Daniel. Too risky. Pro tip, always boil the water. Unless you want Daniel spraying nasty things on both ends. Once you get used to squatting, it's not so bad. Okay. It feels weird to loot other people's clothes, but we need the warmth. At least we have fresh water in our front yard. Hey,
I put some clean water in the bathroom so you can wash a little. Okay. This is rank. Sharing with Daniel was the worst. No more peeing at night for Daniel. He got so scared. We're lucky he didn't blow up the house. Ja gut, das ist einem schon mal aufgefallen, ne? Angst oder Gefahr. I can't believe how much Daniel's powers have improved over the last weeks. Löst seine Kraft irgendwie aus, ne? Aber gehen wir doch mal in die Tasche. This thing is strong as a rock. Na, es ist eigentlich nur mein Inventar. Na klar, hätte ich mir auch vorher denken können. Gotta love one-hit wonders. Okay, was ich gucken muss es an. Ah, das ist Feuerzeug. Time to get warm. Aber wir gucken da mal kurz rein, ne? Yeah. Daniel doesn't need to see this. Hope Patientenzentrum, 21 SE Powell Boulevard, Portland, Oregon. Sehr geehrter Patrick Hill, dies ist eine Erinnerung an Ihre geplante Chemo, an Ihren geplanten Chemotherapie-Termin im Hope Patientenzentrum am 8. September um 14 Uhr. Bitte lesen Sie die beigefügte Anweisung als Vorbereitung auf Ihren Besuch. Falls Sie Fragen haben sollten, rufen Sie bitte unser Hauptbüro unter 555 Hope von Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr an. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Fischer. Okay, der hat also Krebs. No excuse not to binge read. Of course. He's the town fucking hero now. Okay. Örtlicher Held während Raubüberfall von Flüchtlingen angegriffen. Ah, das ist ja typisch Trump-Ära hier, wa? Die Polizei untersucht einen Raubüberfall, der durch die zwei Ausreißer aus Seattle durchgeführt wurde, die für den Tod eines Polizeiofficers im Oktober verantwortlich sein sollen. Hank Stamper, Besitzer einer Tankstelle am Highway 5 und eine Stütze der Gemeinschaft, sagte, er konfrontierte die Brüder Sean und Daniel Diaz, nachdem sie angeblich Gegenstände aus seinem Laden stahlen. Stamper sagte der Polizei, dass die Brüder in die Wälder entkam. Ja, ich hatte Angst. Sie wissen, wie verrückt Kinder heutzutage sind. Weiter auf Seite 5. Was für ein Arschloch. How can I feel bad for him? Familie erinnert sich an sanften Polizisten, der in der Schießerei in Seattle starb. Ashley Matthews, Schwester von Wachtmeister Philip Matthews, der in dem geheimnisvollen und kontroversen Vorfall in Seattle starb, welcher zwei Tote hinterließ, hat eine Mitteilung veröffentlicht in Bezug auf Drohung, die sie erhielt und auf Kritik, die online an Beamten geübt wurde. Mein Bruder war ein lieber Mensch, der nur 6 Monate lang Polizist war und an diesem Tag nicht hätte allein sein sollen. Mein Herz ist bei der Diaz-Familie und allen Opfern dieses furchtbaren Unfalls, auch uns. Die Polizeibehörde benötigt mehr Mittel, damit kein Beamter allein auf Patrouille gehen muss, wenn sein Partner krank oder nicht verfügbar ist. Philip widmete sein Leben der Unterstützung anderer, besonders Kindern in gefährdeten Heimen, und stellte seine Zeit stets für die Wohlfahrt zur Verfügung. Es ist leicht, hinter einer Tastatur zu sitzen und zu urteilen und ihn anzugreifen. Doch genauso wie wir und andere trauern, trauern wir um einen Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes. Ja. Ist schrecklich gewesen, auf jeden Fall. Und ja, das ist natürlich doof, dass er alleine war. Wonder where Brody is now. Okay, brauche ich ja nicht nochmal lesen. Oh yeah. No internet. Dead for a week. Hm. But at least we got some news. Und Stifte? I'm used to ink, so this will be different. I have time to learn now. Thanks, Hank. Dickhead. Yep. Kinda reminds me of Dad's cheesy posters. Na gut, machen wir jetzt mal Feuer. Jetzt haben wir, glaube ich, soweit alles gesehen.
Ich hab Feuer gemacht. Here we go. Hold on, Mushroom. We're gonna build a fire. Wird schön mollig warm jetzt. Dang, I am starving. Guess it's time to start cooking. Ja, was? Yum. Too bad I can't make a pizza fly to us. Ah, da oben ist es. I could start Daniel's delivery service. Tough choice. Konservendose, Konservendose, Konservendose. I'm the weird. Better talk to Daniel after dinner. Hey, what are you cooking? Oh, I'm sorry. Here's your menu choices. Ravioli or ravioli? This sucks. Why couldn't you find us better food? He looks so serious on this picture. I still can't believe he's gone. I miss him so much, it hurts, Sean. I know, Daniel. It's okay to think about him. I do it too. Okay. Thanks, Sean. What? It was published before you even... These were all I found when I hit the town last week. So tired of eating the same shit. Ja. I just want one slice of pizza. Aber was soll ich jetzt tun? Ich wollte die Dose jetzt nehmen und Dude, you'll be moving cars around in no time if you keep improving like that. You really did so? Well, that'd be a bad idea, but you sure are getting good at this. I wonder if there's anyone else like me. I think we'd know it by now. Ah, einen sauberen Topf finden. This room is fucking cold, so we put everything we didn't need in it and keep it closed. How you doing, Mushroom? You're the... Daniel needs to eat something after all that psychic crap. Oh, that's warming up. Feels so good. It's I wish we had a big fireplace. Like in Seattle. Remember? Of course I remember. You always got sick on s'mores and ruined the toilet. Yeah. I miss that time. I know. Ja, Essen zubereiten, das macht's wohl von alleine, oder? Nah, it's not ready yet. I'm a ravioli expert now. Okay, wollen wir irgendwas untersuchen hier? Ja, das, Mushroom, ja irgendwas tun. Did you see how strong I'm getting? Kinda weird to use stranger stuff every day, but... Nobody will bother us. Not like we have a choice. We're so lucky this thing is still working. Wouldn't have lasted long without heat. The guy who came here sure had time to kill. Ja, ich denke, man hat hier schön Urlaub gemacht. Ganzen Wahnsinn zu entfliehen. Okay, bring mir den Ready for today's training, puppy? Sit. Shroom, sit. Seriously, girl. Sit. Mushroom, sit, girl.
Are you kidding me? You just don't know how to talk to her. I'll remember this, traitor. Oh, Miracoli ist fertig. Okay, dinner's ready. Getting sick of ravioli. Ja. Beides beschissen. That was spaghetti alla Diaz. Didn't you taste the famous truffle sauce? Yep. Plus, I love the garlic bread. And ice cream. Yum. Ooh, you want some too, huh, Mushroom? Bon appetit, Mushroom. Man, she loves this stuff. Sorry, I'm cool. Hold on. I need to show you something. Okay. Dasselbe wollte ich auch gerade sagen. Gotta show him the map. I think I left it with my books. Nothing here. Daniel, what did you do with the map? What do you mean? You know what I mean. Where's the map that was with my stuff? I don't know. I'm not keeping track of your things. Okay, die Karte ist weg. Yay. Wahrscheinlich verfeuert den Scheiß. Das wäre so mein Ding gewesen. So, oh, wir sind hier, so, guck mal, Papier zum Anzünden. Und dann, hey, wo ist die Karte hin? Ich wäre so behämmert. Bin ich jetzt echt so behämmert? Oh, er hat bestimmt drauf gekritzelt. Das gibt Ärger. Okay, come on, doggy. Let's go, girl. Hey, man. Can you call your dog? I don't exist. Mushroom, come here, girl. What a great team. Time to play dad talk. No way I'm touching that. I could do a super cool manga about Daniel. Dann musst du das mal tun. Das wäre bestimmt cool. Man, I miss listening to music so fucking much. Daniel loves his brand new tablet. Sean, there's someone at the door. What the? When did he show up? I don't know. I just saw him now. Mother... Daniel? Got you!
Yeah. Okay. Good job. You almost shit your pants. Of course I did, man. Anyway. Okay, und in der nächsten Folge gucken wir mal, was er ihm erzählen will mit der Karte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn!